Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über meinen Tutorial, was ich euch zeigen werde. Und zwar, es geht hier um einen PS4 Controller, den wir mit dem Tablet verbinden oder mit dem Handy verbinden werden. Und zwar, hier müssen wir die beiden Tasten gedrückt halten. So lange, bis es blinkt wie jetzt. Und jetzt aktivieren wir Bluetooth auf dem Handy oder iPhone, entweder Android oder iOS. Dann gehen wir auf Einstellungen und auf Verbindung verfügbar. Dann verbinden wir mit dem Wireless Controller. Schon sind wir verbunden. So, jetzt könnt ihr hier Games auswählen oder Apps öffnen, damit spielen alles Mögliche. Zum Beispiel die Spiele spielen oder sonst irgendetwas. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt mir in den Kommentaren und abonniert mich vielleicht. Und vielleicht gebt ihr mir noch einen Like. Also tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.